بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir in unserer Reihe weitermachen wollen über die Geschichten der Propheten im Islam. Und wir sind immer noch bei der Geschichte des ersten Propheten und auch des ersten Menschen, und zwar bei der Geschichte von Adam a.s. Und wir behandeln ja diese Geschichte, wie wir schon jetzt mehrmals erwähnt hatten, sehr ausführlich. Wir werden auch die anderen Geschichten ausführlich behandeln, aber ich sag's mal so, gerade diese Geschichte ist so unglaublich wichtig, weil sie uns einfach erklärt, warum wir überhaupt auf dieser Welt sind. Es geht um uns selbst, es geht um jeden Einzelnen von uns. Und deswegen müssen wir uns intensiv mit der Geschichte unseres Vaters und Adams und unserer Mutter Hawa a.s. beschäftigen. Und wir hatten letzte Woche uns mit einem unglaublich wichtigen Thema beschäftigt gehabt, und zwar mit dem Shaitan und damit, dass der Shaitan sich verweigert hat, sich wie die Engel vor Adam a.s. niederzuwerfen. Und wir sind relativ ausführlich auf diese Geschichte eingegangen und haben auch aufgezeigt gehabt, was den Shaitan daran gehindert hat. Und zwar ist er sein Hochmut gewesen. Es war sein Rassismus gewesen. Es war seine Einbildung gewesen, etwas Besseres zu sein als Adam a.s. Und wir haben uns dann auch mit der wichtigen Frage beschäftigt gehabt, warum denn Allah subhanahu wa ta'ala dem Shaitan Iblis alayhi la'natullah überhaupt Aufschub gewährt hat. Und sind dann auch auf die Frage der Existenz des Bösen und des Schlechten eingegangen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns durch diese Geschichte noch einmal erklärt, dass dieses Böse, dieses Schlechte auch zum freien Willen gehört. Das heißt, der freie Wille ist verbunden mit der Möglichkeit und der Fähigkeit, auch Schlechtes zu tun. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala das Schlechte auch zulässt. Und nochmal ganz wichtig, zulässt. Weil es kann nichts geschehen in diesem Universum ohne die Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala erlässt das Schlechte zu, weil sonst könnte es nicht geschehen, wie beispielsweise bei den Engeln. Aber er gebietet das Schlechte nicht, ein großer Unterschied. Und deswegen noch einmal vielleicht zu diesem Thema, bevor wir jetzt zum heutigen Thema kommen, inshallah ta'ala. Die Gelehrten, sie unterscheiden zwischen zwei Arten von Willen, von göttlichem Willen. Und zwar einmal zwischen dem sogenannten universellen Willen, al-iradatul kauniyya, und zwischen dem gebieterischen Willen, al-iradatul shar'iyya. Und diese Unterscheidung ist unglaublich wichtig, weil nur durch diese Unterscheidung des göttlichen Willens können wir auch verstehen, warum Gott Schlechtes erlaubt, warum Schlechtes überhaupt geschieht, ohne dass das Schlechte auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückzuführen ist. Ein sehr wichtiger Punkt. Wir hatten letzte Woche diese Theodizee-Frage, wie man sie auch in der Theologie nennt, dann und in der Philosophie sehr, sehr ausführlich besprochen gehabt. Ja? Und durch diese Unterscheidung der Arten von Willen wird das nochmal deutlich. Es kann nichts geschehen, ohne dass Allah es zulässt. Aber nur weil es Allah zulässt, heißt es nicht, dass Allah Ta'ala es gutheißt. Also wollte im Sinne von gutheißen. Dass Allah Ta'ala es geboten hat. Ein Beispiel. Allah Ta'ala erlässt es zu, dass ein Mensch einen anderen Menschen zu Unrecht tötet. Aber gebietet das Allah oder verbietet er es? Er verbietet das. Es ist ein Verbot. Ein islamisches Verbot. Und trotzdem lässt er es zu. Warum? Weil er nämlich dem Menschen einen freien Willen gegeben hat und dementsprechend auch das Böse zulässt. Und deswegen unterscheiden wir zwischen diesen beiden Formen von Willen. Der universelle Wille, nichts kann in diesem Universum geschehen, ohne dass Gott es erschafft und zulässt. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Und ihr könnt nur wollen, wenn Allah will. Ihr könnt nur wollen, wenn Allah will. Was sagen wir? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Es gibt keine Kraft noch Macht außer bei Allah. Nichts kann geschehen, ohne dass Allah Ta'ala es zulässt und es erschafft. Aber gleichzeitig
verlangt Allah Ta'ala von uns, Gutes zu tun. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah gebietet Gerechtigkeit und Güte. Ich hoffe, das ist so einigermaßen klar geworden, insha'Allah Ta'ala. Und wir haben halt darüber gesprochen gehabt, warum Allah Ta'ala das Schlechte zulässt. Und sind jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt in der Menschheitsgeschichte gelangt. Und zwar zu dem Punkt, wo Adam alayhi salam nicht mehr alleine leben sollte, sondern Allah Ta'ala für Adam eine Partnerin erschaffen sollte. Das ist ein gewaltiger Punkt in der Menschheitsgeschichte. Und zwar, dass der Mensch aus Mann und Frau besteht. Aus einem männlichen Wesen und aus einem weiblichen Wesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er geht hierauf an verschiedenen Stellen im Koran ein. Und er spricht über Folgendes. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Und aus ihm schuf er seine Gattin. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. An anderer Stelle, Surat al-A'raf ist die erste Ayah in Surat al-Nisa gewesen. An anderer Stelle sagt Allah Ta'ala in Surat al-A'raf, Vers Nummer 189, هو الذي خلقكم من نفس واحدة. Er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen schuf. وجعل منها زوجها. Und er hat aus euch ihm seine Gattin gemacht. ليسكن إليها. Damit er bei ihr Ruhe findet. Okay. Es ist natürlich so, wir haben auch einige Hadithe, auf die wir gleich eingehen werden, insha'Allah ta'ala, und auch versuchen werden, sie insha'Allah ta'ala zu verstehen und zu erläutern. Und zwar, was sehr, sehr interessant ist und was auch die Theologen grundsätzlich und die Koran-Exegeten, auch gerade zeitgenössische Koran-Exegeten, dazu gebracht hat, zu fragen, okay, warum sagt denn Allah ta'ala hier einer Seele? Warum sagt er nicht aus einem Mann oder aus Adam? Warum spricht hier Allah ta'ala von einer Seele? Das ist eine sehr, sehr zentrale, wichtige Frage. Allah spricht immer wieder von was? Dass er aus einer Seele dann seine Gattin, Zawj, ja, erschaffen hat. Warum sagt nicht Allah Ta'ala, dass er aus Adam oder aus einem Mann seine Gattin erschaffen hat? Was ist der Grund? Ist es so, dass Adam kein Mann gewesen war? War Adam eine Art geschlechtsloses Wesen gewesen? Nein, das ist eindeutig nicht so. Ja, also alles deutet darauf hin, die ganzen Ayat etc. deuten darauf hin, dass Adam alayhi salam ein Mann gewesen war. Ich weiß, es gibt auch diese jetzt Versuche, gerade, und wir werden heute auch etwas genauer darauf eingehen, insha'Allah ta'ala, gerade jetzt auch durch den Einfluss dieser ganzen Gender-Debatte auch auf den muslimische theologische Debatte, ja, versucht man jetzt sozusagen, das teilweise so zu interpretieren, zu sagen, okay, diese erste Seele, Adam, war eigentlich gar kein Mann gewesen, sondern er war geschlechtsneutral. Was aber absurd ist, weil wir haben, wie gesagt, etliche andere Verse, die darauf hindeuten, dass Adam alayhi salam ein Mann gewesen ist und Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann seine Zawja, das heißt seine Gattin, erschaffen hat, wie wir noch später sehen werden, insha'Allah ta'ala, ganz klar, weiblich. Gut. Warum spricht aber Allah subhanahu wa ta'ala dann trotz alledem von Nafs? Und spricht nicht von Rajul. Einfach um eine ganz wichtige Tatsache aufzuzeigen. Dass Mann und Frau zunächst erst einmal, was ihren menschlichen Ursprung betrifft, dass sie eine Seele haben, die Allah Ta'ala dem Menschen eingehaucht hat, dass sie absolut gleichwertig sind. Und es zwischen Mann und Frau in dieser Hinsicht überhaupt keinen Unterschied gibt, was ihre Gleichwertigkeit betrifft vor ihrem Schöpfer, was ihre Gleichwertigkeit betrifft hinsichtlich ihrer Menschlichkeit. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier auch nicht von Zawja, sondern Zawj, einfach um das aufzuzeigen, ja? Sie ergänzen einander. Mann und Frau ergänzen einander, sie gehören zueinander. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich meine, wir könnten hierüber wirklich, also
mehrere Vorträge machen. Wir müssen uns auf einige Aspekte aber beschränken. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das sehr schön auch wirklich wiedergegeben, indem er nämlich sagte, salawatu rabbi wa salamu alaihi, an-nisa'u hunna shaqa'iqur rijal. Die Frauen sind die andere Hälfte der Männer. Shiq, shiq ist eine Hälfte. Also man gehört zueinander, man ergänzt sich. Wie zwei Seiten einer Medaille. Wie zwei Teile, die zueinander gehören und die erst dann zu etwas Vollständigem werden. Also Adam wäre kein Mann, wäre nicht Hawa. Selbst wenn er als Mann erschaffen wurde. Aber er wäre kein Mann, wäre nicht Hawa. Also würde es nicht Hawa geben, würde es auch kein Mann geben. Selbst wenn er ein Mann wäre, biologisch. Aber dann würde es nur den Menschen geben. Aber es würde nicht was geben? Es würde nicht das Männliche und das Weibliche geben. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn ich von einer Sache nur eine Art habe, dann ist sie erst einmal was? Geschlechtsneutral. Zu einem Geschlecht wird sie erst dann, wenn ich ein anderes Geschlecht habe. Also Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns hier etwas sehr, sehr Wichtiges aufzeigen. Dass das Männliche und das Weibliche bei Allah subhanahu wa ta'ala gleichgestellt sind. Bedeutet das, dass es keinen Unterschied zwischen beiden gibt? Zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen? So wie es heutzutage angenommen wird in der ganzen Gender-Debatte, die ihr sicherlich auch mitbekommt in der Schule und woanders, wo man versucht zu unterscheiden zwischen dem sozialen Geschlecht und dem biologischen Geschlecht. Und wo man behauptet, ja, dass das soziale Geschlecht dem Menschen durch die Gesellschaft aufgezwungen wird. Also, ein Mann wird heutzutage erst dann zu einem Mann durch die Gesellschaft. Also wäre die Gesellschaft nicht, würde ein Mann auch eine Frau sein können. Oder etwas ganz anderes sein können. Das ist die Behauptung, ja, so eine der Grundannahmen in der heutigen Gender-Debatte. Das biologische Geschlecht, also wie du halt geboren wurdest, was äußerlich ganz klar ist, ja, und innerlich auch natürlich, wie es etliche Studien zeigen, hat eigentlich keinen Einfluss darauf, wie du dich kleidest, wie du dich fühlst. Überhaupt nicht. Das ist die Behauptung, die wir heutzutage finden in der Gender-Debatte. Wir werden auch heute nicht genau darauf eingehen können. Das ist viel zu weitführend. Ich bin auch nicht Experte auf diesem Gebiet. Aber eines können wir sagen als Muslime. Und das sagen wir nicht nur als Muslime. Das sagen auch viele andere Menschen. Und das zeigen auch viele Studien auch, auch wenn solche Studien heutzutage leider Gottes teilweise unterdrückt werden. Wenn man nicht möchte, ja, dass man gegen diese ganze Gender-Lobby, ja, die heutzutage sehr, sehr stark geworden ist, vorgeht. Es ist einfach leider so. Es ist einfach eine Tatsache. Es gibt sehr gute Bücher darüber. Ich habe ein Buch gelesen, aber schon ist etwas länger her. Gender Gaga heißt es. Ja, finde ich, da geht es so. Es gibt viele Bücher, die auch diese ganze Gender-Debatte kritisieren. Ja, und ich kann euch wirklich nur raten, euch damit zu beschäftigen, weil es aufzeigt, ja, dass nein, es einen klaren Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Einen klaren Unterschied zwischen Mann und Frau. Eindeutig gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und zwar nicht nur biologisch, sondern in jeder Hinsicht gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und dieser Unterschied ist gut, Alhamdulillah. Und Mann und Frau ergänzen sich genauso, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorgesehen hat. Und deswegen diese ganzen Gender Studies, sie ignorieren diese ganzen biologischen und wissenschaftlichen, ja, die nachgeforscht sind, nachgewiesen sind, ja, Biologen, all diese ignorieren all diese Unterschiede und tun so, ja, als wären Mann und Frau gleich. Sie sind aber nicht gleich, sie sind in jeder Hinsicht unterschiedlich. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala für den Mann und für die Frau auch wirklich vorgesehen hat. Damit sie einander ergänzen können. Und so wie es die Menschen über Jahrtausende auch immer praktiziert haben. Und erst heutzutage in dieser Zeit versucht man diese wirklich, also logische Annahme, die jeder Mensch hat, zu ignorieren und so zu tun, als würde es nicht in Wirklichkeit diese Geschlechter geben. Unsere Aufgabe als Muslime ist hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar
dass wir aufpassen, uns nicht auf diese Debatte im Sinne sozusagen nachzugeben bei dieser Debatte. Zu sagen, wir müssen mit der Moderne gehen, wir müssen sozusagen uns anpassen an die heutige Gesellschaft. Nein, wir müssen das nicht. Wir können auch unsere Standpunkte haben und das ist sehr wichtig. Wir sollten als Muslime unsere Standpunkte haben, gerade wenn es um so etwas geht. Und ich glaube, dass auch gerade wir als Muslime eine der letzten Bastionen sind, ja, die noch standhalten in sozusagen ihrer Mehrheit. Ja? Die Kirche hat schon in vielerlei Hinsicht nachgegeben, gerade die evangelische Kirche, ja, versucht sozusagen sich in jeder Hinsicht anzupassen. Die katholische Kirche ist doch noch etwas anderes, aber gerade die evangelische Kirche versucht sich in jeder Hinsicht anzupassen. Immer wenn was Neues kommt, passt man sich an. Da gibt es auch viel Kritik sozusagen innerchristlich, ja, von Katholiken und auch von, sage ich mal, etwas konservativeren Christen, die sagen, was macht ihr? Ihr könnt euch nicht immer sozusagen alles anpassen. Was ist denn mit der Geschichte von Adam und Eva, die wir in der Bibel haben, im Alten Testament haben? Was ist denn damit? Kann man diese Bibel nicht mehr sozusagen, kann man diese Geschichte nicht mehr? Es gibt sogar eine Bibel, die hatte ich mal selbst, musste ich mir mal kaufen im Rahmen meines Studiums. Ja? Ich habe auch ein Semester evangelische Theologie studiert. Ja? Es gibt mittlerweile eine Bibel in gerechter Sprache. Eine Bibel in gerechter Sprache, wo genau diese Gender-Thema, sozusagen dieses Gendern umgesetzt wird. Da wird dann von Gott gesprochen als sie, ja? Von Adam als sie. Ja? Also man versucht sozusagen im Grunde willkürlich, wie man möchte, gerecht halt, ja, dann ja, die Sprache anzupassen, um auch die Bibel und die Schrift Gottes aus christlicher Perspektive dann auch anzupassen. Eine große Rolle. Nein. Ja, uns, Aufgabe als Muslime, ist es hier auch eine klare Position zu haben. Und auch Kritik auszuüben, Gesellschaftskritik auszuüben. Und nicht immer bei jeder Sache Ja und Amen zu sagen, sondern auch kritisch an diese Sache heranzugehen, um unsere Position aufzunehmen. Ich weiß, es ist nicht mal einfach. Ich weiß, dass es gibt Gegenwind. Aber mal ganz ehrlich, warum wären wir dann Muslime, wenn wir immer bei jeder Sache gleich nachgeben? Hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nachgegeben? Als man von ihm bestimmte Dinge verlangt hat. Man hat ihm auch Dinge angeboten. Man hat auch gesagt, guck mal, ist kein Problem, du kannst deine Religion weiter verbreiten. Aber du betest einen Tag unsere Götzen an und einen Tag sozusagen beten wir dann sozusagen deinen Gott an. Ja, ein Kompromiss. Ja, es gibt keine Kompromisse in den Grundlagen der Religion. In den Fundamenten des Glaubens kann es keine Kompromisse geben. Ich kann nicht meinen Glauben aufgeben, nur damit ich gesellschaftlich akzeptiert werde. Ich kann nicht meine Überzeugungen über Bord werfen, nur weil man das von mir verlangt, weil das jetzt sozusagen Political Correctness ist. Ich brauche meinen festen Standpunkt als Muslim. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, indem er sagte, La takunu imma, seid keine Nachahmer. In ahsanan nas ahsantum, wenn die Leute Gutes tun, tut ihr Gutes. Wa in asa'u asa'tum, und wenn sie Schlechtes tun, dann tut ihr Schlechtes. Walakin wattinu anfusakum, sondern habt euren festen Standpunkt. Habt euren festen Standpunkt, klar und deutlich, den ihr zu vertreten habt. Und lasst euch nicht immer durch den Wind verbiegen, je nachdem aus welcher Richtung er kommt, geht ihr dann mit. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns ganz klar davor gewarnt. Indem er sagte, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. Ihr werdet die Bräuche derjenigen befolgen, die vor euch waren. Handbreite um Handbreite und Armlänge und Armlänge. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَسَلَكْتُمُوا. Selbst wenn sie in das Erdloch eine Eidechse hineinkriechen würden, würdet ihr hinterherkriechen. Geht gar nicht, aber ihr würdet es trotzdem machen. Die Sahaba fragten, sind es die Juden und die Christen? Und er sagte, wer sonst? Das heißt, ihr werdet sozusagen dieselben Fehler machen, wie sie gemacht haben. Einfach nachahmen, blind nachahmen. Deswegen nehmt euch in Acht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte, bevor wir jetzt weitermachen, insha'Allah ta'ala, euch warnen, gerade in der Zeit der Influencer ist es besonders gefährlich. Weil es gibt immer mehr Influencer, die sich genau darauf einlassen. Damit sie ankommen, manche werden auch staatlich unterstützt, das wissen wir auch, ja? Damit sie halt weiterhin Förderung bekommen, versuchen sie teilweise auch diese Fundamente aufzubrechen, nur damit sie gesellschaftliche Akzeptanz bekommen. Ich als Muslim muss kein Vertrauen sein, ich muss intelligent sein. Muss aufpassen. Weil am Ende geht es um was? Es geht um meinen Glauben. Es geht um mein Seelenheil.
Es geht darum, wie werde ich vor Allah Ta'ala stehen. Es geht um den Koran. Den Koran kann ich nicht verändern. Der Koran ist eine Festung, die nicht eingenommen werden kann. Und die unveränderbar ist. Natürlich, unser Verständnis kann sich ändern. Aber es gibt bestimmte Grundlagen, die kann ich nicht verändern. Und zu diesen Grundlagen gehört, es gibt zwei Geschlechter. Mann und Frau. Adam und Hawa. Die gleichberechtigt sind bei Allah Ta'ala, gleichgestellt sind bei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was nicht heißt, dass sie nicht unterschiedliche Rollen in ihrem Leben haben. Das ist eine andere Sache. Gleichstellung heißt nicht, dass sie nicht unterschiedliche Rollen haben in ihrem Leben. Das ist auch gut so. Weil ich würde einem Menschen oder dem Menschen an sich Unrecht tun, wenn ich alle gleich behandeln würde. Stellt euch mal vor, ich würde alle Menschen gleich behandeln. Mann und Frau in jeder Hinsicht gleich behandeln. Ich würde von einer Frau genau dasselbe verlangen wie von einem Mann. Und von einem Mann genau dasselbe wie von einer Frau. Das würde nicht funktionieren. Und das wissen wir. Ich würde weder dem Mann gerecht werden, noch würde ich der Frau gerecht werden. Stellt euch mal vor, ich würde alle Menschen gleich behandeln. Jemand, der behindert ist, jemand, der krank ist, jemand, der gesund ist, ein Sportler. Alle würde ich gleich behandeln. Würde nicht funktionieren. Das heißt, ja, sie sind alle Menschen, alle gleichwertig. Gar keine Frage. Darüber reden wir nicht, darüber diskutieren wir nicht. Aber die Rollen können unterschiedlich sein. Aufgrund unterschiedlicher Fähigkeiten, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sehr schön aufgezeigt hat, indem er nämlich sagte, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Aufgrund dessen, dass Allah die einen gegenüber den anderen bevorzugt. Jeder in einem Bereich, jeder hat seinen Bereich, ja, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine bestimmte Stellung gegeben hat. Und deswegen, das, was wir heutzutage teilweise finden, dieser Kampf der Geschlechter, durch auch einen sehr aggressiven Feminismus, ist etwas, was dem Islam fremd ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwarnt uns davor, indem er nämlich sagt, wir sollen nicht gegeneinander kämpfen und uns wünschen, was der andere hat. Nein, weil das vielleicht dem anderen gar nicht gut tun würde, wenn ich dasselbe habe wie er. Und deswegen, ja, ganz wichtig, ja, dass wir diese Dinge verstehen. Und jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala Hawa für Adam alayhi salam erschaffen. Es gibt jetzt eine Überlieferung, aus der hervorgeht, die finden wir bei Sahih al-Bukhari und Muslim, aus der hervorgeht, dass Allah ta'ala Hawa alayhi salam aus einer Rippe Adams erschaffen hat. Hören wir uns mal diese Überlieferung an. Und zwar überliefert Bukhari, und er sagt folgendes: Ich rate euch, eure Frauen gut zu behandeln, denn sie wurden aus einer Rippe erschaffen. Die am meisten gebogene Stelle der Rippe ist am oberen Ende. Und wenn ihr versuchen solltet, sie gerade zu richten, wird sie brechen. Wenn ihr sie lasst, wird sie weiterhin krumm bleiben. Deswegen rate ich euch, gut zu euren Frauen zu sein. Okay. Dieser Hadith ist erst einmal authentisch, da gibt es gar keine Frage. Es ist nur die Frage, ist dieser Hadith wortwörtlich zu verstehen oder im übertragenen Sinn? Es gibt manche Gelehrte, die sagen, dieser Hadith ist wortwörtlich zu verstehen. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hawa wirklich aus einem Teil Adams erschaffen hat, während er geschlafen hat, wurde eine Rippe entnommen und Hawa alayhi salam wurde erschaffen. Wir waren nicht dabei gewesen, wir wissen es nicht. Und es gibt Gelehrte, auch große Gelehrte, die der Ansicht sind, nein, ja, diese Worte des Propheten sallallahu alayhi wa sallam sind metaphorisch gemeint. Diese Worte des Propheten sallallahu alayhi wa sallam sind metaphorisch gemeint. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Hawa alayhi wa sallam in einer Weise erschaffen, die nur er kennt. In einer Weise erschaffen, die nur er kennt. Ja? Und unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er will uns lediglich damit was sagen? Er will uns lediglich damit sagen, dass wir, ja, unsere Frauen gut behandeln sollen. Und dass wir darauf Rücksicht nehmen sollen, dass sie anders denken, als wir es als Männer tun. Und das wissen wir auch. Ich meine, darüber gibt es ja etliche auch Witze. Es gibt Mario Barth, der ein Wörterbuch geschrieben hat, ja, über Mann, Frau und Frau, Mann, ja, sozusagen, weil man einfach als Mann anders denkt als eine Frau und eine Frau anders denkt als ein Mann. Das ist einfach so. So hat Allah subhanahu wa ta'ala nun mal die Geschlechter erschaffen. Und wie gesagt, unabhängig davon, ob diese Geschichte jetzt, wie die meisten Gelehrten sie verstehen, wortwörtlich zu verstehen ist. Oder ob es im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Zunächst erst einmal gehen wir davon aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala
aus Adam den ersten Menschen, dann seine Frau erschaffen hat. Ob er das mit einer Rippe gemacht hat oder ob er das auf eine andere Weise gemacht hat, das ist erstmal überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass diese beiden Geschlechter zueinander gehören. Und nicht Feinde sind, nicht einander Feind sind. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagt, Liteskunu ilayha, auf dass er ihnen beiwohnt, Ruhe findet. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und er hat zwischen euch Zuneigung und Barmherzigkeit gelegt und gestiftet. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Hierin sind wahrlich Zeichen für Menschen, die nachdenken. Es ist ein Zeichen von den Zeichen der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Zeichen von den Zeichen der Einzigartigkeit Allahs. Allah ist fort. Ahad. Und wir sind immer Paar. Allah ist allein. Ein Witr. Aber wir sind immer in Paaren erschaffen. So hat es Allah subhanahu wa ta'ala vorgesehen. Und jetzt ist Hawa alayhi salam mit Adam alayhi salam im Paradies. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und Allah ta'ala, er sagt es zu ihnen, dass sie jetzt im Paradies leben können. Uskun anta wa ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannata. Fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Surat al-A'raf. Und du, o Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten. Und dann esst, wo immer ihr wollt. Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. In Surat al-Baqarah heißt es im Vers Nummer 35, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt, aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Das heißt, nachdem Allah Ta'ala für Adam alayhi salam Hawa erschaffen hat, sodass sie jetzt sozusagen ein Paar sind und das für die gesamte Menschheit dann auch gelten sollte, für die Kinder Adams alayhi salam, verlangt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala von Adam, das Paradies zu betreten. Und jetzt stellt sich eine sehr, sehr wichtige Frage. Und zwar dieses Paradies, von dem Allah subhanahu wa ta'ala hier spricht. Ist es ein Paradies auf Erden? Oder ist es das Paradies, welches die Gläubigen am jüngsten Tag betreten werden? Jannatul Ma'wa. Es gibt lange Diskussionen darüber. Und es gibt im Grunde genommen für beide Meinungen Hinweise. Aber vieles spricht wirklich darauf hin, das ist meine persönliche Meinung, meine ganz subjektive persönliche Meinung, dass es sich, und Allah weiß es am besten, also zu 100% kann man das nicht sagen, das gehört zu den Al-Umur Al-Ghaibiyya, zu den Ghaibiyya, zu den verborgenen Angelegenheiten, dass es sich wahrscheinlich um ein Paradies gehandelt hat, was Allah Ta'ala auf der Erde für Adam alayhi salam erschaffen hat. Und Allah weiß es am besten. Kommt man jetzt darauf? Oder welche Belege gibt es für was? Einer der Hauptbelege für die Seite, welche sagt, dass das Paradies, ich mache mir nur mal hier kurz Hotspot an, weil ich brauche kurz noch mal das Internet, dass das Paradies, das, welches Adam alayhi salam betreten sollte, das Paradies ist, welches die Gläubigen am jüngsten Tag betreten werden, also Jannatul Khuld, das Paradies der Ewigkeit, um ewig darin zu verweilen, ist, dass Allah Ta'ala hier von Al-Jannah spricht. Und dieses Al, es ist determiniert mit einem Artikel, deutet darauf hin, nach Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, dass es sich um ein bekanntes Paradies handelt. Also um das Paradies, über das wir die ganze Zeit sprechen. Nur gibt es hier ein Problem. Und zwar
Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch an anderen Stellen über Al-Jannah, obwohl eindeutig nicht Al-Jannah gemeint ist. Weiß jemand zum Beispiel von euch, wo Allah subhanahu wa ta'ala noch über Al-Jannah spricht, ohne ja, dass damit eindeutig ja, Jannat al-Khuld, das Paradies der Ewigkeit, das die Gläubigen am jüngsten Tag betreten werden, gemeint ist. Ja. Ich bin nicht 100% sicher, aber in Sutil Kahf, wo die Geschichte der zwei Nachbarn erzählt wird, da sagt ja. Genau, aber hier spricht er von Jannatahu, sein Garten. Aber es geht ja jetzt wirklich um Al-Jannah. Um Al-Jannah. Und zwar haben wir hier Surat Al-Qalam, wo Allah subhanahu wa ta'ala über die Geschichte von von den Brüdern spricht, welche auch die Zakat nicht zahlen wollten und welche auch dann geizig sein wollten. Und ich hoffe, ich habe das jetzt hier gerade vor mir. Ich suche gerade die Ayah nochmal raus. Jetzt finde ich gerade die Ayah. Finde ich gerade die Ayah nicht. Ich habe es nicht mehr rausschreiben können. Ah, genau, hier. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati. Wir haben sie geprüft, wie wir die Besitzer des Gartens prüften. Das heißt, hier spricht auch Allah von allen Jannah. Ja? Und auch mit sozusagen determiniert. Wahrscheinlich werden die Gelehrten jetzt hier antworten und sagen, ja, aber es geht aus dem Kontext hervor. Gut. Aber es gibt noch andere Hinweise darauf, dass es sich um ein Paradies auf Erden handeln könnte, welches Allah Ta'ala extra für Adam alayhi salam vorgesehen hat. Erstens, die gesamte Geschichte. Und zwar haben wir ganz am Anfang gesagt gehabt, als wir über die Verse in Surat al-Baqarah sprachen, dass Allah Ta'ala sagt zu den Engeln, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ich werde auf der Erde einen Statthalter einsetzen. Das heißt, von vornherein war vorgesehen gewesen, dass Adam alayhi salam wo sein wird? Auf der Erde. Das ist das eine. Tamam. Das andere ist, dass Adam alayhi salam im Paradies gesagt bekommen hat, dass er weder hungern muss, noch nackt sein muss. Was im Jannat al-Khuld eine selbstverständliche Sache ist. Hinzu kommt etwas sehr Wichtiges, und zwar, dass es im Jannah, welches wir betreten werden, insha'Allah ta'ala, keine Prüfung geben wird. Und in diesem Jannah gab es eine Prüfung. Das andere ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt hat, dass eigentlich im Grunde genommen noch kein Mensch das Jannah wirklich gesehen hat. A'dattu li'ibadi as-salihin. Ich habe für meine frommen Diener vorgesehen, ma la 'aynun ra'at, was noch nie ein Auge gesehen hat. Wa la udhunun sami'at, und noch nie ein Ohr gehört hat. Wa la khatara 'ala qalbi, was noch nie einem Menschen in den Sinn gekommen ist. Also auch nicht Adam alaihi salam. Allahu alam. Also es gibt auch noch Belege dafür. Und dann sagen, ach so, ein Beleg für diejenigen, die sagen, das ist das Jannat al-Khuld, weil das Paradies, was wir betreten werden, ist, dass sie gesagt haben, ein Beleg hierfür ist, dass Allah Ta'ala dann spricht, ihbitu, also geht hinab, geht hinab. Und das heißt ja, dass es irgendwie auf einer Erhöhung gewesen sein muss. Also wahrscheinlich dann sozusagen das Jannat al-Khuld. Aber Allah Ta'ala, er verwendet ihbitu auch in einem anderen Kontext. Und zwar im Kontext, wo es um die Benu Israel geht. Wo Allah Ta'ala sagt, ihbitu Misra, geht nach Ägypten. Ja? Ihbitu Misra. Und Habata heißt immer von einer Anhöhung kommen. Und es kann natürlich sein, dass damit auch eine Anhöhung im übertragenen Sinne gemeint ist. Natürlich ist das Paradies, in dem Adam alayhi salam gewesen, selbst wenn es auf Erden gewesen sein soll, eine höhere Stufe gewesen. Also man kann sagen, sozusagen 10 Sterne ja, im Vergleich zu dem, was wir auf der Erde haben, was vielleicht nicht mehr ein Stern ist, im Vergleich zu dem, was Adam alayhi salam erlebt hat. Und in diesem Sinne, ja natürlich, es ist eine Stufe darunter. Ja? Aber am Ende ist es eigentlich auch gar nicht wichtig, ob wir das wissen oder nicht wissen. Es hat wirklich, wirklich Einfluss auf uns. Sondern viel wichtiger ist, dass wir verstehen, warum Allah Ta'ala uns diese Geschichte überhaupt erzählt. Und warum Allah Ta'ala Adam alayhi salam überhaupt zunächst erst einmal in einem Paradies hat leben lassen.
Ob es nun das Paradies auf Erden war oder ob es das Paradies war, was die Gläubigen am jüngsten Tag betreten werden. Nämlich, damit der Mensch weiß, dass wenn er eine Sünde begeht, dass diese Sünde automatisch auch eine Folge haben wird. Nämlich, dass er vom Paradies ausgeschlossen bleibt. Die Sünde, sie führt dazu, dass ich mich vom Paradies entferne. Ob es nun das Paradies ist, was auf Erden ist, oder ob es das Paradies ist, ja, was wir am jüngsten Tag betreten können. Ja, und nicht nur das, sondern die Sünde, sie führt auch dazu, dass ich mich auch vom Paradies auf Erden distanziere. Weil nämlich jede Sünde auch negative Auswirkungen auf mich als Mensch hat. Automatisch. Jede Sünde führt dazu, dass ich ausgeschlossen werde von einer Sache, die Allah Ta'ala eigentlich für mich bestimmt hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, ja, wa inna al-'abd, und der Diener Gottes, ja, la yuhram min ar-rizq bi-dhanbi alladhi asabahu, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ja, und ein Mensch, er wird von einer Versorgung, die Allah für ihn vorgesehen hatte, ausgeschlossen aufgrund einer Sünde, die er begangen hat. Und das sehen wir auch in unserem Alltag. Wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen, dann hat das immer Auswirkungen. Immer. Es gibt keine Sünde, die nicht eine Auswirkung auf mein Leben hat. In irgendeiner Weise. In irgendeiner Weise. Sie verschließt mir immer irgendeinen Weg in meinem Leben. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns das doch mal vor Augen halten. Schaut mal, Adam alayhi salam, er hat eine Sünde begangen und musste das Paradies verlassen. Und wenn ihr sündigt, dann werdet ihr euch jedes Mal ein wenig von eurem Paradies auf Erden und im Akhira distanzieren. Das ist die Konsequenz eures Handelns. Und im Islam gibt es keine Ursünde. Es gibt keine Erbsünde. So wie wir es im Katholizismus haben, im Christentum haben und, sage ich mal, nicht in anderen Konfessionen, aber gerade im Katholizismus, in der katholischen Kirche, ist das Konzept der Erbsünde noch sehr, sehr stark vorhanden, dass sie übertragen wird auf die anderen. Wir gucken uns gleich auch die Geschichte an, im Alten Testament, wie diese Geschichte mit dem Baum dort beschrieben wird. Gucken wir uns gleich an, inshallah, damit wir diesen Vergleich haben. Aber der Islam lehrt uns etwas sehr Wichtiges. Und zwar, er lehrt uns, dass eine Sünde immer Konsequenzen hat. Immer Konsequenzen. Ich gebe euch ein Beispiel, damit wir das auch wirklich mal verstehen. Und zwar, wenn ein Familienvater spielsüchtig ist, wirkt sich das nur auf ihn aus oder auf die gesamte Familie? Auf die gesamte Familie, oder? Was können die Kinder dafür? Können die Kinder was dafür? Sie können nichts dafür, aber trotzdem wirkt sich diese Sünde auf sie aus. Kriegt sein Geld? Und ich kenne Fälle. Ich kenne wirklich Fälle, wo das so ist. Ja, also wo mir das Leute erzählt haben, Kinder über ihren Vater erzählt haben. Ich bekomme Geld, kriege das Geld am Anfang des Monats und es ist innerhalb von 2-3 Tagen weg. Er leiht sich Geld von überall, verschuldet sich bei Familienfreunden, bei sogar Freunden von den Kindern und die gesamte Familie wird mit hineingezogen. Und daran sehen wir was. Was sehen wir daran? Dass eine Sünde nicht vererbt wird an die Kinder. Die Kinder können nichts dafür. Aber was passiert? Es wirkt sich auf mein Umfeld aus. Und es hat Folgen. Wenn ich eine Sünde begehe, indem ich beispielsweise jemandem Unrecht tue, ich tue einfach irgendeinem Menschen Unrecht. Es ist eine Sünde, für mich, ja. Aber wirkt sich das aus auf die anderen? Ja, es wirkt sich auch auf die anderen. Dieser Mensch, den ich Unrecht getan habe, der leidet darunter. Und nicht nur er, sondern mit ihm wahrscheinlich seine gesamte Familie. Und da sehen wir, subhanallah, alles, was ich tue, hat Auswirkungen auf meine Umwelt. Nicht nur auf mich selbst. Und deswegen, das, was Adam alayhi salam getan hat, hatte Auswirkungen auf seine gesamte Nachkommenschaft. Es ist nicht so, dass wir die Sünde tragen. Wir müssen nicht erlöst werden durch den Kreuzestod von Jesus, wie es die Christen glauben beispielsweise, damit wir von der Erbsünde befreit werden. Nein, weil wir ohne Sünde geboren werden, alhamdulillah, es wäre auch ungerecht, stellt euch mal vor, ja, ich würde einfach die Sünde meines Vaters tragen. Mein Vater ist ein Verbrecher, ich bin automatisch auch Verbrecher, was ist das? Aber, subhanallah, wir tragen immer noch alle die Konsequenzen dieser ersten Sünde, die Adam alayhi salam getan hat.
Aber darin liegt eine Hikma, weil Allah Ta'ala uns das vor Augen halten wollte. Adam alayhi salam, er kannte sich noch nicht aus, wir werden das gleich sehen. Er war noch naiv gewesen, er war zu gutgläubig gewesen. Hat noch nicht den Shaitan verstanden und deswegen Allah erzählt uns diese Geschichte, um uns zu warnen, wie wir es gleich sehen werden, insha'Allah Ta'ala. Kommen wir jetzt insha'Allah Ta'ala zu genau diesem ersten sozusagen Sündenfall. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir es gerade in diesen beiden Ayat gehört haben, er verlangt von Adam alayhi salam und von seiner Frau Hawa, von beiden. وَلَا تَقْرَبَا Dual. Ja? هَذِهِ الشَّجَرَ Beide sind für sich selbst verantwortlich, ganz wichtig. Hawa ist verantwortlich für das, was sie tut. Und Adam alayhi salam ist verantwortlich für das, was er tut. Und das zeigt nochmal diese Gleichstellung des Menschen gegenüber Allah. Jeder trägt die Konsequenz seines Handelns, ob Mann oder Frau, das macht keinen Unterschied. Und وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ Allah sagt nicht وَلَا تَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَ Er sagt وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Was ist der Unterschied? Was heißt وَلَا تَقْرَبَ, was heißt وَلَا تَأْكُلَ? Ja? Ich glaube, تَقْرَبَ heißt eher sich etwas nähern. Ja, nähert euch erst gar nicht diesem Baum. Und was heißt لَا تَأْكُلَ? Esst nicht davon. Allah sagt nicht وَلَا تَأْكُلَ. Er sagt aber, وَلَا تَقْرَبَا. Warum? Was ist der Grund? Weil Allah Ta'ala ganz genau weiß, dass wenn ein Mensch sich einer Versuchung nähert, er schwach werden wird. Deswegen Allah sagt nicht im Koran, وَلَا تَزْنُو. Macht keinen Sinn. Sondern was sagt er? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Kommt erst gar nicht dem Sinne nahe. Weil wenn du erst einmal in einer Situation bist, wo du Zina machen kannst, dann wirst du wahrscheinlich nicht wie Yusuf alayhi salam. Dann wirst du wahrscheinlich schwach werden. Dann wirst du wahrscheinlich, ich sag mal, 99% der Menschen werden schwach werden in so einer Situation. Und deswegen näher dich erst gar nicht dieser Sünde. Fang erst gar nicht an, mit irgendwelchen Mädchen zu chatten oder umgekehrt. Treff dich nicht mit irgendeinem Jungen. Sagen, ja, wir wollen uns ja nur kennenlernen, allein in einem Haus. Du denkst, du kannst dich beherrschen. Das dachten viele. Du denkst, du kannst dich beherrschen. Das dachten viele. Und dann ist das große Unglück geschehen, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Und deswegen, als Muslim, ja, habe ich dieses Konzept. Guck mal, Allah erzählt uns sogar die gesamte Geschichte von uns selbst, ja, anhand der Geschichte von Adam alayhi salam. Und komm erst gar nicht dem Baum näher, weil dann gehörst du in Ungerecht, weil dann wirst du schwach werden und du wirst es tun. Weil du hast nämlich ein Nefs und du hast den Shaitan. Du hast ein Nefs, der will solche Sachen gerne, und du hast den Shaitan. Und auf jeden Fall, jetzt erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala, was ganz genau geschehen ist. Und zwar, in Surat Al-A'raf wird das in sehr, sehr schöner Weise beschrieben. Und wir wollen uns gerade mal diese Ayat in Surat Al-A'raf jetzt diesbezüglich anschauen. Und zwar, ich habe es hier verwechselt, so. Surat Al-A'raf. Gucken wir uns mal die Ayat an, und zwar ab Vers Nummer 20. Wir haben jetzt den Vers davor schon gehört, dass sie sich dem Baum nicht nähern soll. Und jetzt kommt der Shaitan. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ Da flüsterte ihnen der Satan ein. Wie ist es denn im Alten Testament, in der Schöpfungsgeschichte? Wer flüstert denn dort ein? Weiß jemand? Eine Schlange. Hier ganz klar der Shaitan. Nicht eine Schlange. Die Schlange ist nicht schlecht. Schlange ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, aber es wird nicht so erwähnt. Also wir können uns das gleich mal auch mal anschauen, insha'Allah ta'ala. Und zwar heißt es dann gleich am Anfang sozusagen, im Alten Testament, heißt es dann wie folgt, wir können uns das ja mal ganz kurz anschauen. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde. Das ist jetzt wirklich direkt sozusagen ein Zitat. Die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu dem Weibe, also zu Hawa, zu Eva. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange. Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Das ist nicht der Koran, das ist das Alte Testament. Ja, nicht das Testament, das ist der Koran. Ja? Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben.
sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Sehr interessant, wir kommen gleich nochmal auf diesen Vergleich zu sprechen. Ja? Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Und jetzt kommt vielleicht, dass wir das noch abschließen, damit wir das einfach mal zusammengehört haben. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich höre deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir es gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum? Davon ich dir gebot, du solltest nicht davon essen. Da sprach Adam, das Weib, was du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich also, dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du solches getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe. Feindschaft. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein und er soll dein Herr sein. Und zu Adam sprach er, dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße des Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und solltest zur Erde werden. Das ist die Geschichte, die wir was haben? In der Bibel, also im Alten Testament. Das findet man gleich am Anfang. Ja? In den ersten ein, zwei Seiten findet man sozusagen diese Geschichte, wie sie hier dargestellt ist. Da sehen wir, es ist ein ganz anderer Tenor, subhanallah. Als Allah subhanahu wa ta'ala das erzählt. Erstens eine Schlange. Ja? Bei uns ist es was? Der Shaitan. Deswegen hier ist wirklich die Schlange mitgemeint. Wie das jetzt die Bibel-Exegeten interpretieren, ist eine andere Frage, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Aber grundsätzlich ist erst einmal hier was von einer Schlange gesprochen. Ein Tier, was versucht hat, Adam und Eva, oder besser gesagt Eva, in die Irre zu führen. Und jetzt erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala hier davon, dass es der Shaitan selbst gewesen ist, der dies versucht hat. Manche Mufassirun, und ich glaube, das gehört zu den Israeliten, zu den Überlieferungen von den Leuten der Schrift, ja, sagen, dass der Shaitan erstmal in der Schlange war und dann, als er merkte, er kann sie nicht beeinflussen, dann sozusagen Adam etwas einflusste. Allahu a'lam. Ja, das sind alles Überlieferungen, die wir nicht wirklich nachvollziehen können oder nachprüfen können, wie authentisch sie sind. Sie sind wahrscheinlich nicht authentisch und sind aus dem Alten Testament dann entnommen. Und jetzt erzählt uns Allah Ta'ala, was der Shaitan vorhat. Fawaswasa lahuma Shaitan. Guck mal, lahuma. Er spricht hier nicht von Hawa allein. Er spricht hier von beiden. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ Der flüsterte ihnen der Satan ein, ihnen beiden. Beide sind verantwortlich für das, was sie tun. Sowohl er als auch sie. Und der Shaitan versucht es mit beiden. Und deswegen gerade auch, wenn es, sage ich mal, Eheprobleme gibt und solche Sachen, immer gucken, ja, weil es kann auch sein, dass der Shaitan ja, bei mir da ist. Und viele Probleme könnte man verhindern. Wenn man sich an dem halten würde, was Allah Ta'ala von uns verlangt hat. Viele Probleme, die wir haben, ja, vor Gericht etc. Ich kenne so viele Probleme vor Gericht, ja, wo sich Mann und Frau die Köpfe einschlagen, wegen der Kinder. Ja. Die Mutter versucht mit allen Mitteln, ja, ihrem Ehemann, ja, um sich ihm eins auszuwischen, die Kinder vor uns zu enthalten. Oder umgekehrt. Es geht am Ende um die Kinder. Ja, ich muss keinen Krieg machen. Zum Shaitan. An mir arbeiten, ja, weil der Shaitan versucht, uns beiden etwas einzuflüstern.
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ Der flüsterte ihnen der Satan ein, um ihnen offen zu zeigen, was ihnen von ihrer Blöße verborgen war. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Super interessant. Oh, da steckt so, man könnte wirklich also über jeden einzelnen, einen einzelnen Unterricht machen. سَوْآ, was ist سَوْآ? سَوْآ kommt von Su. Und Su ist im Arabischen was? Was heißt Su? Schlechtes. Warum heißt Sau'a Sau'a? Wie wurde es hier übersetzt? Blöße, Aura. Warum heißt Sau'a Aura? Aber warum wird hier sozusagen die Aura, deine Blöße, als Sau'a bezeichnet? Die Gelehrten sagen, لِأَنَّهُ يَسُوءُكْ أَنْ يَرَاهَا النَّاسِ أو أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا النَّاسِ Weil es dir nicht gefallen würde, dass die Menschen deine Blöße sehen. Du würdest dich schämen, oder? Wenn du jetzt plötzlich irgendwie, du läufst und plötzlich mitten auf der Straße fällt deine Hose runter. Ja? Du würdest dich im Grund und Boden schämen. Im Grund und Boden. Du würdest es nicht wollen. Jemand fotografiert dich heimlich, während du, weiß ich nicht, keine Ahnung, gerade dich ausziehst. Ja, und es verbreitet sich. Es würde dir wehtun. Ja? Und du würdest das nicht wollen. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, der Schaitan hat etwas vor. Er will, dass ihre Blöße, ihre Sau'a zum Ausdruck kommt. Allah Ta'ala verwendet das Wort Sau'a noch im anderen Kontext. Weiß jemand in welchem? Surat al-Ma'ide? Das hat auch was mit den, also mit den beiden Söhnen Adams zu tun. Wer kennt Surat al-Ma'ide auswendig? Ibn Adam. Und zwar, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. Allah Ta'ala, nachdem Kain, also Qabil, Habil getötet hat, wusste er nicht, was er mit seinem Leichnam macht. Er ist der erste tote Mensch. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn liegen lassen? Was soll ich damit machen? Und Allah Ta'ala schickte einen Raben, der ihm zeigte, was er machen soll. Nämlich der Rabe, was machte? Er hat einen anderen Raben irgendwie getötet oder war tot gewesen, hat dann ein Loch in der Erde ausgegraben und den Raben reingetan, den toten Raben. Und dann wusste er, ah, das mache ich auch. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِي Damit er ihm zeigt, wie er die Blöße seines Bruders verdecken kann. Sein Bruder hat doch was angezogen gehabt. Ja, es ging darum, ja, dass hier der Leichnam nicht geschändet wird, sondern dass er geehrt wird. Also سَوْأَة ist alles, was dich in irgendeiner Weise was entblößen könnte. Und dazu gehören auch deine Sünden. Deine Sünden gehören ebenfalls dazu. Du möchtest nicht, dass Allah Ta'ala was? Deine Sünden sieht. Und genau das ist es, worum es dem Shaitan ging. Dem Shaitan ging es auf der einen Seite darum, dass sie entblößt werden. Wir erklären gleich, warum sie entblößt werden. Auf der anderen Seite ging es aber dem Shaitan darum, zu zeigen, ah, guck mal, das ist das, was ich dir gesagt habe, ja Allah. Dass der Mensch sündigt, er hört nicht auf deine Gebote, genauso wie ich dich auf deine Gebote gehört habe. Ein Mensch möchte nicht, dass er bloßgestellt wird mit seinen Sünden, oder? Möchte von uns jemand, dass andere Menschen ihre Sünden, seine Sünden kennen? Deine geheimen Sünden? Keiner möchte das. Und derjenige, der öffentlich seine Sünden zur Schau stellt, das ist jemand, der ja, ganz unten ist, wie der Prophet Sosan gesagt hat. Er sagte, Kullu ummati mu'afa illa al-Mujahidin. Jeder meiner Umme ist unversehrt oder bleibt unversehrt, außer die Mujahidin, die ihre Sünden öffentlich bekannt geben. Und deswegen, wenn du einen Fehler machst, ja, halte ihn für dich. Wenn du sündigst, behalte die Sünden für dich. Gib nicht damit an. Es gibt manche Brüder, Subhanallah, auch Schwestern, ja, die öffentlich heutzutage auf Instagram, auf weiß ich nicht wo, ja, ihre Sünden zur Schau stellen. Es gibt bestimmte Dinge, die eindeutig haram sind. Ob es jetzt Rauchen ist, etc. Ja, dann, wenn du rauchst, okay, es ist eine Sache zwischen dir und zwischen Allah. Aber zeig es nicht noch. Stell es nicht zur Schau. Behalte es für dich. Willst du damit andere anstiften? Was willst du damit zeigen? Behalte solche Sünden, solche Schwächen für dich. Es muss nicht jeder wissen. Halte dich bedeckt. Und auf jeden Fall der Shaitan, er wollte Adam bloßstellen in jeder Hinsicht. Bloßstellen bezüglich seiner Kleidung. Bloßstellen bezüglich seines Wesens. Er ist sündhaft. Bloßstellen bezüglich genau dieses Fehlers, den er begehen sollte. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Was hatten wir in der Bibel gehabt, im Alten Testament? Sie waren schon nackt gewesen. Hier zeigt uns Allah auf, nein, Adam und Hawa waren nicht nackt gewesen. Sie haben Kleidung getragen. Und Allah hat diese Kleidung für sie
im Paradies herabgesandt. Adam alayhi salam und Hawa, sie wussten gar nicht, wie man Kleidung herstellt. Und das sind die ersten Menschen. Woher sollen sie wissen, wie man Kleidung herstellt? Woher sollen sie das wissen? Und deswegen Allah Ta'ala, was sagt er? Ich sage euch genau, welche Eil, ne? Alaikum libasen. Und zwar in Surat Al-Ach, ach, A'raf, subhanallah, das ist ja gleich danach. Und zwar, Ya Bani Adam, qad anzalna, gleich direkt nach diesen Ayat kommt das. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt und Gefieder. Was ist mit Gefieder gemeint? Libas ist klar, Kleidung. Okay, Allah hat uns gezeigt, wie man sich kleidet. Adam kannte das nicht, er wusste gar nichts. Außer das, was Allah ihm beigebracht hat. Und was ist Gefieder? Mit Gefieder ist gemeint, nicht nur einfach Kleidung, dass ich irgendwas habe, einen Sack, sondern dass ich schöne Kleidung habe, mit der ich mich sehen lassen kann. Riech, genauso wie bei Vögeln, subhanallah. Vögel haben nicht einfach Federn, sondern Vögel sehen schön aus, oder? Wenn ich mir einen Vogel anschaue, Allahu Akbar, aus den Farben, ja, wie Allah Ta'ala, ja, den Vogel erschaffen hat, ja, der Vogel des Jahres 2022, weißt du vielleicht, was der Vogel des Jahres 2022 ist? Hudhud, genau, sehr gut. Ja, der Wiederhopf. Ja, der Hutu, den Allah Ta'ala im Koran erwähnt hat. Ja, so ein schöner Vogel, subhanallah, mit seinem hier Kamm. Wie so, unglaublich, wie schön Allah Ta'ala, wenn man sich Enten anguckt. Ja, unglaublich, wie schön das ist. Und Allah Ta'ala, er hat nicht nur einfach Kleidung herabgesandt, sondern er hat uns sogar gezeigt, wie man sich schön kleidet. Und das ist eine Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf jeden Fall, was wollte der Shaitan? Der Shaitan, er wollte, dass Adam alayhi salam entblößt wird. Indem er nämlich von diesem Baum isst, wo Allah Ta'ala von ihm verlangt hat, nicht von ihm zu essen. Und was sagt der Shaitan zu ihm? وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Und er sagte, unser Herr, euer Herr, das heißt nicht unser Herr, komisch, das ist ein Fehler in der Übersetzung. Euer Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder zu den ewig Lebenden gehört. Es geht hier also überhaupt nicht um was? Um Erkenntnis. In der biblischen Geschichte, wie wir sie gehört haben, geht es um was? Um Erkenntnis. Dass man wie Gott wird, indem man nämlich weiß, was gut und was schlecht ist. Adam alayhi salam wusste das von vornherein, er hat auch einen freien Willen gehabt. Das heißt, Adam in der biblischen Geschichte ist schon nackt gewesen. Und deswegen wurde ihm erst klar, dass er nackt ist, als er was? Als er die Sünde begangen ist. Da wurde ihm gesagt, oh, wir sind ja nackt. In der koranischen Geschichte sind Adam und Hawa schon angezogen. Sie haben, tragen etwas, subhanallah. Und Nummer zwei, es geht hier überhaupt nicht um irgendwelche Erkenntnis, weil Erkenntnis ist etwas Gutes. Wissen ist etwas Gutes. Man soll, und da hieß es auch, dass ich klug werde. Ja, du sollst klug sein. Du sollst dir Wissen aneignen. Und da sehen wir, subhanallah, wie der Koran dieselbe Geschichte erzählt, aber sie so verändert hat, dass sie ganz andere Lehren vermittelt. Und uns aufzeigt, warum Allah den Menschen erschaffen. Er hat den Menschen erschaffen, damit er nach Wissen strebt. Wir haben ja darüber gesprochen, Allah hat ihm die Namen der Dinge beigebracht. Und hier, subhanallah, zeigt uns Allah Ta'ala, ja, dass der Shaitan, ja, ihnen was gesagt hat, ihr könnt ewig leben, ihr könnt sein wie Engel, ihr könnt ewig leben. Und sie wussten, sie werden in diesem Paradies nicht ewig leben. Und das ist eines der Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich ein Paradies auf Erden war. Dass sie von vornherein wussten, dass sie nicht ewig leben werden. Und Allah weiß es am besten. Und dann schwört der Shaitan. Und er sagt, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Und er schwor ihnen, ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. Das macht der Shaitan immer. Der kommt an und erzählt dir irgendetwas. Mach dir keine Sorgen. Und genauso auch Shayatin und Insi wal Jinn. Die Shayatin unter den Menschen und den Jinn, die kommen an und erzählen dir irgendetwas. Mach das und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und dann machst du es. Und am Ende halten sie Abstand von dir, wie der Shaitan am jüngsten Tag Abstand von dir nehmen wird. Sich distanzieren wird von dir und sagen wird, ich habe dich nur angelogen. Ich habe dir nur was eingeflößt. Ich habe dich zu nichts gezwungen. Er hat kein Problem damit zu lügen. Und er schwor ihnen, ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, Adam und Hawa alayhi wasalam, dass jemand schwört bei Allah, ja, und dabei lügt. Konnten sie sich nicht vorstellen. Sie waren, wie gesagt, noch gutgläubig gewesen, naiv gewesen. Sie mussten das alles erst lernen. Und jetzt
sagte der Shaitan zu ihm, oder sagt Allah Ta'ala, فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, so verführte er sie trügerisch. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةِ, guck mal, beide. Und als sie dann von dem Baum gekostet hatten, beide, Allah bezieht es auf beide. بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig. Warum? Und jetzt, وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. Blätter genommen, sich zu bedecken. Sie haben sich geschämt. Warum wurden sie nackt? Was ist der Grund dafür? Ich meine, Allah Ta'ala gebietet doch nicht Nacktheit. Im Gegenteil, er gebietet, dass wir uns bedecken sollen. Warum wurden sie jetzt nackt? Was ist der Grund? Was ist die Hikma hierfür? Und zwar, die Weisheit, die dahinter liegt, und Allah weiß es am besten, ist, dass sie jetzt nicht mehr im Paradies sind, sondern jetzt beginnt der Zeitpunkt, wo sie sich auf sich selbst stützen müssen. Und genauso auch ist es bei uns. Sobald ich mich von Allah abwende, sagt Allah zu mir, dann bitte such dir jemanden, der dir deinen Rizq gibt, neben mir. Warum hat Allah das, nicht das Dua eines Menschen, der sich durch Haram ernährt? Wie es der Prophet in der bekannten Überlieferung gesagt hat. Ja? Da macht er Dua, ist auf Reise, ja? Aber er isst von Haram, trinkt von Haram, ernährt sich durch Haram, wurde ernährt durch Haram, trägt Kleidung von Haram. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ, wie soll ihn erhört werden? يَا سَعَدْ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُمْ مُسْتَجَابَ الدَّعُوا, O Sa'ad, wenn du jemand sein möchtest, dessen Dua erhört wird, so nimm nur Gutes zu dir. Und Allah wird dein Dua erhören. Warum? Weil Allah ist Ar-Razaq. Er ist der Versorger, der einzige Versorger. Und wenn ich glaube, ich könnte durch ein Mittel, was Allah verboten hat, zu meinem Rizq gelangen, zu meiner Versorgung gelangen, dann sagt mir Allah, dann suche nach deinem Rizq selbst. Ich werde dich nicht mehr versorgen. Und Adam alayhi salam, er durfte alles im Paradies machen. Es gab nur einen Baum, zu dem Leute ehrlich essen. Und er hat es gemacht. Und deswegen hat ihm Allah gesagt, gut, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du auf dich selbst gestützt bist. Selbst streben musst. Und deswegen, die Kleidung, die Allah ihm einfach so zur Verfügung gestellt hat, die war nicht mehr da. Plötzlich verschwunden, alles weg. Ja? Und was musste er tun? Er musste irgendetwas nehmen, musste selbst arbeiten. Er hat es an sich geheftet. Schnell irgendwelche Blätter, provisorische Kleidung. Sie wussten noch nicht, wie man Kleidung herstellt. Irgendetwas, was meine Blöße verdeckt. Subhanallah. Und daran erkennen wir, wenn du dich Allah zuwendest, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, sei dir sicher, Allah wird dich nicht vergessen. Allah wird dich versorgen. Aber wenn du dich von Allah abwendest, dann such nach dem Rizq selbst. Und am Ende bekommst du nur das, was Allah ohnehin für dich vorgesehen hat. Nur, dass du es auf Haram-Weise getan hast. Das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz. Interessant ist noch eine andere Sache. Warum dieser Baum? Aus welchem Grund? Schau mal, er hat alles bekommen im Paradies. Es gab nur einen Baum. Und so ist es auch mit unseren Verboten in der Dunya. Im Grunde genommen, alles ist erlaubt. Außer bestimmte Dinge, die Allah Ta'ala verboten hat. Und es ist die Prüfung, dass wir von diesen verbotenen Dingen fernbleiben, die uns schaden. Und deswegen, was ist geschehen, nachdem Adam alayhi salam von diesem Baum gegessen hat? Ja, einige der Mufassirun sagen, ja, dass er angefangen hat, plötzlich, dass sein Darmtrakt arbeitet. Mit anderen Worten, ja, es hat ihm geschadet als Mensch im Paradies. Und wenn du etwas zu dir nimmst, was Allah verboten hat, sei dir sicher, dass darin immer ein Schaden liegt. Eigentlich gibt es so viel, was halal ist. Aber der Mensch hat immer dieses Bedürfnis, sich zu dem zuzuwenden, was haram ist. Subhanallah. Obwohl das halal viel mehr ist, viel vielfältiger ist. Aber nein, ich will unbedingt Alkohol trinken. Nein, ich will unbedingt Glücksspiel spielen. Es gibt so viele halal Sachen. Warum gerade diese Dinge? Ja. Und wenn man das macht, dann schadet es den Menschen. Allah Ta'ala verbietet nie etwas, was dem Menschen nicht in irgendeiner Weise schadet. Es gibt immer eine Weisheit, warum Allah Subhanahu wa Ta'ala etwas verbietet. Und jetzt, nachdem sie das getan haben, fragt Allah Ta'ala sie und sagt, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا
Inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Und ihr Herr rief ihnen zu, habe ich euch nicht jenen Baum verboten und euch gesagt, der Satan ist euch ein deutlicher Feind. Ihr wusstet es doch. Und Allah sagt es auch jetzt, der Shaytan ist euch ein deutlicher Feind. Inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Viermal im Koran, glaube ich, kommt das vor. Der Shaytan ist wahrlich ein Feind, deutlicher, offenkundiger Feind. Und trotzdem hören wir immer wieder auf den Shaytan. Wir lernen nicht von unserem Vater Adam a.s. Wir lernen nicht von unserer Mutter Hawa a.s. Wir machen dieselben Fehler. Und hören immer wieder auf den Shaytan, obwohl wir wissen, dass der Shaytan nichts Gutes für uns möchte. Was jetzt geschieht, was die Konsequenz war, wie jetzt Adam a.s. mit Hawa das Paradies verlassen mussten, wie Adam überhaupt darauf reagiert hat, wo sie gelandet sind auf der Erde, das inshallah ta'ala besprechen wir in der kommenden Woche. Bi'idhnillahi azza wa jal in Ahyana Allahu subhanahu wa ta'ala.